Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Arbeitsprogramm der Kommission. Klar, die Kommission steht kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit. Es ist also vieles nur deklaratorisch. Deshalb ist wichtig, dass wir den Blick vielleicht eher ins Grundsätzliche lenken. Momentan ist es eine gute Gelegenheit, auch vor der Wahl einer neuen Kommission, vor der vor allem Wahl eines neuen Europäischen Parlaments, einige grundsätzlichere Überlegungen, zum Beispiel zur Struktur der Kommission, zur Struktur des Haushalts, aber auch noch mal zur Struktur der Kompetenzverteilung zu machen. Struktur der Kommission. Günter Griechbaum hat gerade erklärt, die Struktur habe sich bewährt. Hier muss ich in aller Kollegialität doch klar widersprechen. Wir haben doch im Europäischen Vertrag und wir haben alle stark dafür damals, die damals Beteiligten, gekämpft, eine Verkleinerung der Kommission vorgesehen. Ist denn das nicht mehr unserer Meinung? Es steht im Vertrag. Es steht im Vertrag drin und es müsste seit 1. November 2014 eigentlich auch so sein, wenn nicht einige wenige Staaten widersprochen hätten. Wir erwarten schon als Freie Demokraten, dass man da noch mal rangeht. Eine Kommission mit 28 Kommissaren, wie auch immer strukturiert, ist zu groß, ist zu kompliziert, ist zu schwerfällig. Deshalb wäre es schon wichtig und hilfreich, wenn wir es doch schaffen könnten, hier noch mal an diese Passage des Vertrages zu erinnern, die wir ja aus guten Gründen reingeschrieben haben. Deshalb hier, wir brauchen eine effizientere Kommission. Da hat übrigens gerade jetzt, ja, das stimmt, auch der jetzige Kommissionspräsident einiges ja dafür getan, aber es reicht uns noch nicht. Kollege Link, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Griechbaum? Gerne. Verehrter Kollege Link, ich weiß natürlich zum einen nicht nur um den Vorschlag der FDP, die Kommission zu verkleinern, sondern es steht tatsächlich so auch im Vertrag von Lissabon. Aber hat man sich auch in der FDP einmal damit auseinandergesetzt, dass wir zum einen bei dem damaligen Referendum in Irland, Irland versprochen hatten, in die Hand versprochen hatten, dass dieses Land auch seinen Kommissar wird behalten können? Es klingt zwar vordergründig gut, die Kommission zu verkleinern, und häufig wird auch mit Einsparungen argumentiert. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch wissen, dass gerade für vermeintlich kleinere Mitgliedstaaten der Kommissar eine enorme Bindungskraft hat zwischen Brüssel und den jeweiligen Hauptstädten, um nicht zu sagen dem jeweiligen Land. Das wird von unserer Seite oft unterschätzt. Zumal wir in Deutschland aufgrund unserer Geografie verwöhnt sind. Wir sind mittendrin und auch relativ nahe an Brüssel dran. Aber es gibt natürlich Länder, die von der Geografie her ganz anders belegen sind, Brüssel weit weg ist und da ein Kommissar gewissermaßen auch als Botschafter eines Landes fungiert. Und ich glaube, genau diese Dinge darf man nicht unterschätzen, auch wenn ich weiß, dass natürlich ein solcher Vorschlag der Verkleinerung der Kommission innerhalb der Bundesregierung auf große Gegenliebe stößt. Herr Kollege Griechbaum, natürlich würden sich sehr viele Mitgliedstaaten wünschen, dass sie einen nationalen Kommissar einsenden. Nur es ist zum Glück nicht so. Es ist nicht so, dass der Kommissar das Eigentum des Staates ist oder dass er sozusagen der offizielle Vertreter ist. Das ist gut, dass es nicht so ist. Wir wollen eigentlich dahin kommen, dass die Kommission sich nicht mehr aus rein nationalen Vertretern, die sich ihrer nationalen Herkunft nur verpflichtet fühlen, zusammengesetzt ist, sondern dass sie das gesamte Europa vertreten. Das ist für uns ein entscheidender Punkt. Und deshalb treten wir auch weiterhin für die Verkleinerung der Kommission ein, nicht weil wir sparen wollten, sondern weil wir es für wesentlich effizienter halten, wenn, und danke für die Frage, wenn wir auch dazu kommen könnten, dass wir zum Beispiel über bessere Rechtsetzung reden. Mehr Kommissare heißt auch mehr Kommissare, die sozusagen im eigenen Bereich Richtlinien machen wollen. Das führt, offen gesagt, manchmal auch zu mancher Richtlinie, die vielleicht besser dort geblieben wäre, wo sie herkommt, nämlich vielleicht im Ideenpool eines Kommissars. Aber je mehr Sie Portfolios haben, desto mehr wird der Wunsch wachsen, auch im eigenen Bereich Recht zu setzen. Und das führt uns dann wieder zu den vielen Problemen, wo wir dann, Stichwort Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, Überregulierung haben. Also weniger ist mehr. Das ist für uns ein ganz wichtiges Prinzip. Und deshalb bleiben wir bei unserer Forderung, dass diese Passage des Lissabonner Vertrags auch umgesetzt wird. Die Kommission wäre deshalb gut beraten, wenn man daran gehen würde. Es wäre schön, wenn die Bundesregierung eine Initiative machen könnte, anschließend nach der Wahl. Ich weiß, das ist schwierig.
noch mal darüber zu reden. Aber Sie kriegen sowas, wenn überhaupt, jemals nur dann durch, natürlich nach einer Wahl oder in der Phase einer neuen Kommissionsbildung. Sonst ist es eben wieder für 5 Jahre wieder vorbei. Es ist schwierig, das wissen wir, völlig klar. Aber es wäre jetzt eine wichtige Gelegenheit. Es wäre auch eine Gelegenheit, eben ranzugehen an das Thema noch mal gemeinsames Verständnis von Rechtsetzung. Viel zu wenig leider ist gelesen worden, die sehr spannende Berichterstattung und der sehr spannende Bericht der Taskforce Subsidiarität, die Kommissare Timmermans und Kommissionspräsident Juncker eingesetzt hatten. Spannende Ausführungen über die Frage, wie das, was auch im Vertrag drin steht, nämlich Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, wie das eigentlich gelebt werden soll. Und da fehlt uns, darauf ist hingewiesen worden, da fehlt uns ein gemeinsames Verständnis von Subsidiarität. Wenn Sie so wollen, es fehlt uns auch ein gemeinsames Prüfraster für die juristischen Feinheiten, wie wir sie anwenden. Das ist ein Punkt, an den wir ran müssen, auch als Bundestag. Da wäre es wichtig, wenn wir die Anregungen, die hier aus Politik und Wissenschaft kommen, aufgreifen würden und den Versuch unternehmen würden, uns als Bundestag auch zu positionieren, zum Beispiel für ein Prüfraster für Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, was es uns erleichtert, ein gemeinsames Verständnis zu finden von diesem wichtigen Punkt. Denn wir wollen ja, glaube ich, eben gerade nicht, dass wir in den Bereichen, wo die Kompetenzen besser aufgehoben sind, bei der Ebene der Mitgliedstaaten, dass wir hier deshalb sozusagen eine Überregulierung haben. Gleichzeitig wollen wir aber auch bessere Regulierung. Es geht bei Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit nicht nur um Kompetenzen, es geht um bessere Rechtsetzung. Und lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen. Das große inhaltliche Thema dieses Jahres wird trotz der Wahlen, Sie werden das wahrscheinlich schon rund um den Gipfel von Hermannstadt noch mal sehr deutlich sehen, ist die Debatte über den EU-Haushalt. Ich glaube, dass hier die Bundesregierung vorsichtig sein sollte, zu früh zu viel Geld zu versprechen. Niemand ist dagegen, dass wir die EU besser und stärker finanzieren. Niemand ist dagegen, insbesondere deshalb, weil wir ja neue Aufgaben für die EU haben in vielen Bereichen. Gerade im Bereich des Schutzes der Außengrenzen, Außen- und Sicherheitspolitik, Forschung, künstliche Intelligenz, Horizon und so weiter und so fort. Wir wollen da mehr tun. Aber dann müssen wir vorher auch eine vernünftige Ausgabenkritik machen. Und es lohnt sich, in den letzten Bericht des Europäischen Rechnungshofs mal genau reinzuschauen. Es wird detailliert aufgeführt, Fehlausgaben und extreme Probleme im Bereich der Strukturfonds, extreme Probleme im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik und gleichzeitig aber die Tatsache, dass wir zu wenig Geld haben für diese anderen Bereiche, wie ich erwähnt habe, wie zum Beispiel internationales Handeln. Hier müssen wir ran. Wir können das nicht lösen, indem wir einfach neues Geld sofort bereitstellen, sondern wir brauchen eine solide Ausgabenkritik. Dann können wir auch im EU-Haushalt Spielräume schaffen für diese neuen Aufgaben. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Thomas Nord für die Fraktion Die Linke.